Alessandro Ciarocchi, ganz herzlichen Glückwunsch zu deinem entscheidenden Goal. Wir sind eine Runde weiter, dank dem erleichtert. Ja, nein, klar. Das Ziel war, eine Runde weiter zu kommen. Ich meine, wir haben gewusst, dass sie aufgrund sehr stark sind. Wir haben sie gesehen, sie haben ein paar riesige Chancen gehabt. Auf einer Seite Glück gehabt, aber schlussendlich, ja, erste Halbzeit haben wir nicht so viel anbrennen lassen. Zweite, ja, ein bisschen eigene Fehler, aber das kann passieren. Das Wichtige war, weiterzukommen. Was hat schlussendlich gleich den Unterschied gemacht zugunsten des FC Aarau? Ja, das Goal schiessen. Ich meine, wenn man das Goal mehr schiessen, dann kommen wir weiter. Man weiss im Cup, zählt nur das und ja, 1-0 und das langt. Gut gemacht. Hast du einen konkreten Wunsch für den nächsten Gegner, für die nächste Runde? Nein, ich denke, wenn wir so weiterarbeiten, können wir weiterkommen. Ich meine, wir müssen mit den Füßen am Boden bleiben. Gegner zu Gegner. Jetzt müssen wir denken, so schnell umschalten. Jetzt ist in der Meisterschaft, Mittwoch. Und ja, jetzt müssen wir nur an Wohlenmatch denken und nachher schauen, was aus der Auslosung rauskommt. Du sprichst das Anfolgen diese Woche mit zwei wichtigen Spielen. Wie geht man die englische Woche an? Was ist die Zielsetzung? Ja klar, dass wir uns zuerst so schnell wie möglich erholen. Und dann, ja, das erste ist am Mittwoch. Gas geben im Wohlen, das ist klar, 3 Punkte müssen wir holen. Aber es ist wie kein Selbstläufer. Ich meine, sie sind letzte Wochenende drunter gekommen und jetzt, ja, es wird nicht einfach sein. Ich weiss, was Wohlen für eine Mannschaft hat. Sie haben Qualität. Aber wenn wir weiter schaffen durch die Qualität, können wir die 3 Punkte holen. Danke vielmals. Aktuell, kompakt, informativ. Der brack.ch Fußballflash. Alle Highlights, alle Resultate, die schönsten Goal von der Super- und Challenge League. Immer am Sonntag nach den News auf Tele M1. Marco Schellibaum, herzlichen Glückwunsch zum Erreichen der nächsten Runde. Ist es etwa das Spiel gewesen, das du erwartet hast? Ja, definitiv. Wir haben gewusst, dass es kein Selbstläufer wird. Der Trainer hat sich sehr gut eingestellt auf uns. Kunststraße, schnell gewesen heute Abend. Wir haben den Break gemacht vor der Halbzeit, sehr, sehr wichtig gewesen. Wir haben auch ein 2-0 schiessen, haben wir aber nicht gemacht, dann haben wir auch noch Glück am Schluss. Also nein, so ist es Göpp schlussendlich und Chapeau an die Mannschaft von Breitrein, die uns wirklich vieles abverlangt haben. Das war jetzt das Debüt von Ivan Audino. Wie bist du zufrieden mit seinem Auftritt? Ja, man spürt, dass er natürlich noch im Rückstand ist vom Physischen her und vom Rhythmus vom Spiel. Aber er hat das gut gemacht. Er hat auch nicht mehr so viele Alternativen natürlich in der Aussenbahn. Er hat ihn gerade ins kalte Wasser gerührt, aber er hat das okay gemacht. Wir haben gespürt, dass er die Luft draussen hatte nach einer Stunde, aber bis dahin, muss ich sagen, bin ich zufrieden gewesen. Du musst neben Romano und Markay vermutlich auch längere Zeit jetzt auf Miguel Peralta verzichten. Fühlt man da als Trainer mit, wenn ein Spieler so eine schwere Diagnose bekommt? Ja sicher, das sind ja alle meine Jungs und das ist ein harter Schlag für den Migi, wo mir unglaublich leid tut, weil er hat wirklich eine super Rückrunde gehabt und jetzt hat diese Saison eine super Leistung gebracht. Zum einen ist es moralisch für ihn sehr, sehr schwierig und zum anderen fehlt er uns natürlich auf dem Platz und das ist ein grosser Schock für uns, aber den müssen wir jetzt verdauen können und müssen weiter schauen. Danke vielmals.